Ganz besondere Spezialitäten und regionale Köstlichkeiten aus dem sonnigen Süden boten italienische Marktstandler in Mödling. Das war der italienische Markt am Schrannenplatz. Buongiorno Italia, hieß es in Mödling. 3 Tage lang verwandelte sich der mittelalterliche Schrannenplatz in der Fußgängerzone in einen typischen Piazza Mercato und machte den Passanten gehörig Gusto auf Italien. Buongiorno Italia, ich habe die beste Ware aus Ligurien gebracht, die beste Pesto, das ist ein Klassiker. Barolo, I sell the best chicken in Italy for Mödling. Parma chicken, mortadella, alles Produkte frisch. Italy! Bella Italia beherrschte den Marktplatz und lud zum Verkosten und Genießen ein. Angeboten wurden Spezialitäten, vor allem aus dem Piemont. Che Gusto Fantastico, der verführerische Duft der aromatischen Käse, getrockneten Trüffel, Steinpilze und Tomaten, verleitete zum Verkosten und gleich auch zum Mitnehmen. Formaggio, Prosciutto, Pasta, Pane oder Dolce Mandorle, mediterrane Köstlichkeiten in Hülle und Fülle, die wir an Italien so mögen. Ein Glas Vino oder Prosecco, auch der typische Zitronenlikör oder ein Espresso lockten die Passanten zum Verweilen am Platz und die warme Frühlingssonne bewirkte, dass man sich nach Bella Italia träumte.